Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Final Fantasy X. Ja, neue Aufnahme. Ich weiß gar nicht, wo, was jetzt los ist. Naja. Ich denke mal, wir müssen einfach jetzt raus. Keine Musik gerade. No! Hey, Sleepyhead! Something I want to give you. Wow! You're giving this to me? Yeah, use it well. That's the sword you gave Chapu. Well, he never used it. Where's Yuna? We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. You really don't need all that luggage. They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, Yuna. I guess you're right. Einfach stehen lassen. Okay, off we go. Da geht's ja zurück. Zurück in den Kampf. Here comes one now. Hey, why don't you try out that sword I gave you? Ja, benutzt. No problem. Not too shabby. You kept up with him pretty well. Might make a good guardian someday. A flyer, my kind of customer. Okay. Spiro Level 2. Und ein paar Spiroiden bekommen. Juhu. Ich hoffe, es kommt bald eine Zwischensequenz, damit ich mal ein bisschen Watch this. Was man kann. Sorry, ich habe da gerade ein bisschen reingeredet. Told ya. Only magic can beat that thing. If you can't beat him down, you gotta use magic. Magic? Element? Oh. Let's have our black mage show you what I mean. Lu, you're up. Clueless, aren't you? Good thing I'm here. Die Elemente, die Eigenschaften von Zauber und Monstern, bezeichnet man als Elemente. Auf dieser Welt existieren vier Elemente: Hitze, Kälte, Strom und Nässe, wobei die ersten und letzten beiden jeweils entgegenwirken. Spells of ice work well against fire fiends. And ice fiends are weak against fire magic. You follow? I get fire and ice, but what about lightning and water? Lightning and water are opposed, just like fire and ice. This one here is a water fiend, which means... Das war Blitz. War das Wasser? Blitz. Habe ich gerade kurz nicht aufgepasst. No.
Take your time. Let's get going, man. We're gonna wait. Huh? Are you ready? What's going on? Ja, Speicher. Oh. It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. Chapu didn't pray that day. Said he'd miss his boat. That should do it. Sorry, ich war gerade gemutet, deswegen habe ich gerade nichts gesagt. Hab nämlich ein bisschen Kratzen gerade im Hals. Dann wollen wir mal jetzt mal speichern. Was ist denn die... Ah ja. Na komm, nehmen wir den einfach. Ist doch jetzt egal. Wo geht's eigentlich hier hin? This isn't the way to the pier. Okay. Gut, dann gehen wir da längs. Da oben sind zwei Speicherpunkte. What the fuck? Oh, schön. Angriff. Kann ich auch was anderes? Spezial? Was ist? Anfeuern? Nee. Sekundär? Nein. Gut. So, Ekstase. Schwerttech. Saltohieb. War da nicht irgendwas? Ach ja, genau. Ich muss die Mitte treffen. Enough. What's with that guy? Kimari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. Ach, yeah. That's not what I meant. He's another Yuna's guardians. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. Mm. But he has protected me since I was a child. Ja, das erinnert mich an einige Sachen. Oh Gott. mit diesem Kimari kann man einige nette Techniken von Monstern klauen, sag ich mal. Als ich das damals gespielt hatte, habe ich echt wenig Techniken zusammenbekommen, weil... Doch, ich habe schon ein paar Techniken zusammenbekommen, aber da habe ich auch teilweise eine Komplettlösung benutzt. Das werde ich... No! Das werde ich hier erstmal nicht machen. Das sieht so schön aus. A flyer. That's your department, right?
True, true. But, why don't we let our summoner show us what she's made of? Über das Auswechseln. Während des Kampfes können mit LB Charaktere, die nicht beteiligt sind, beliebig eingewechselt werden, ohne dass eine zeitliche Verzögerung eintritt. Das war bestimmt. Was? Achso, LB. Warte mal. Da. Nein, ich will nicht, Yuna. Hallo? Nein. Hä? Ah, okay. Ich muss Yuna nehmen. Your first real battle. Let's see some style. Show us what your training has taught you, Yuna. Okay. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, Yuna. Die Beschwörung. Yuna kann während des Kampfes mit dem Befehl Beschwören Bestie herbeirufen. Dieser Befehl steht nur Yuna zur Verfügung und kann im Kampf jederzeit benutzt werden. Bestia verlieren HP, wenn sie im Kampf verwundet werden. Wenn die HP auf 0 fallen, verschwinden sie und sind danach für eine gewisse Zeit nicht verfügbar. Die HP der Bestia werden an Speicher-Spiroiden geheilt. Aha. Hallo, Yuna. Beschwören. Falfares. Oder Walfares? Falfares? Ach, egal. Beschwören! Kuschel, kuschel! Der kann Schwarzmagie, Feuer, Blitz, Wasser und Eis. Der kann normal angreifen und die Schallschwinge benutzen. Normaler Angriff? Der hat aber auch nicht zugeschlagen. Und Spaß, Magie. Ich denke mal. Was nehmen wir denn hier? Nehmen wir mal Feuer? Ich glaube, nehmen wir mal Feuer. Schockschwelle. Schockschwelle. Schockwelle. Vielleicht Eis? Eis scheinbar auch nicht. Wie gesagt, ich habe das lange nicht mehr gespielt. Nein! Wie war Pokémon? Blitz? Auch nicht. Ach, Ekstase. Oh. Stimmt, die Ekstase, die haben ja auch diese Ekstase. Oh, da habe ich gerade bei Bossgegnern habe ich die gerne mal aufgespart, diese Ekstasen. Und dann alles schön immer alles schön reingeballert. Das war lustig. Beschwörerstab. Wollen wir gleich noch reingucken, oder? So, wie war das? Ausrüstung war das, glaube ich. Beschwörerstab, das war bestimmt für Yuna. Wir hatten Stab. Z-Angriff plus 3%. Ah ja, der hat gar nichts und der hat Z-Angriff. Okay. Nehmen wir das. Warte. Können wir auch gleich mal gucken. Okay. Anfeuern. Bewegen wir einmal. So. Ey. Das ist ein bisschen schwierig. Abwehrkraft steigt um ein. Kraftspiroid. So. Bewegen. Kann ich noch einmal hier hin bewegen. So, zack. Benutzen. Kraftspiroid. Angriffskraft steigt um 1. So, mehr kann ich nicht machen. Zurück ins Menü. Ach, da kann ich auch. Moment, wie war das? Ah ja, gut. So, okay. 0, 0 und 0. Okay, da können wir noch gar nichts machen. Oh Gott.
Okay. Ah, okay. Das hier sind die Spherostop-Dinger. Okay. Genau, hier braucht man irgendwie so ein... Spero-Dings, Level 2, glaube ich, war das. Irgendwas war da. Also man kann später irgendwie hier durch, aber das geht halt, glaube ich, mit speziellen Speros. Mein Hals! Mann! Juna. Level 4, oh. Was werden hier so? Angriffskraft? Angriffskraft? Und was werden hier? Schutzengel. Ah, Schutzengel, das erinnert mich an etwas. Oh. Mano. Vita und Medica. Ah, ja, genau. Was kann sie denn hier alles so? Ex-Feuer. Oh Gott. Ex-Blitz. Ex-Eis. Ex-Was? Das sind, glaube ich, Schutz gegen die Elemente. Boah. MP. Zauber. Was ist das da? Reflex. Okay. Diese Chaos hier sind Engel. Ah. Da kann man dann erst ab Level 2 rein. Okay. Was war das denn hier nochmal? Ability Beten wird erlernt. Okay. Kann man irgendwie mit, okay, ich habe es gerade mit der Maus versucht und es geht nicht. Na gut, aber das werden wir uns ja nach und nach angucken. Hier möchte ich mal ganz kurz was gucken. Analyse. Ich zitiere jetzt gerade nix. Wunderhieb. Ultima. Das ist, glaube ich, eine richtig starke Angriff. Okay, ist auch mit drei die von diesen Level 4 Dingern. Ja. Ability Heap, okay. Ja gut, lassen wir das mal jetzt. Sonst, ja, wird's noch langweilig. Gibt's denn hier irgendwo noch was? Ah, hier, guck mal. Bruderherz ist angelegt. Aha. Buckler, Metallschild. Abwehr plus 5. Machen wir das mal. Oh. Turnierball. Rüstung, nix. Okay. Bruder. Mokri. Ach, die hatte diese Puppen, genau. Hoppala. Ja, da haben wir schon geguckt. Und ein Ring, okay. Na gut. Bestia. Falfares. Ja. Tex, Spezial, Weißmagie, Schwarzmagie. Aha, ja gut. Ach, Weißmagie gibt's auch noch. Okay. Gehen wir mal weiter. Mein scheiß Hals, ne? Oh. Oh nein. Another one of those. No problem. Leave this one to me, huh? Say good night, Cody. Tech Blindhieb. Ja. Na, er ist blind. Blindfisch. Schwarzmagie. Wasser? Komm. Machen wir das mal so. Hallo? Hallo? Wait.
Feuer? Ich glaube, das war Wasser. Ja, ich könnte das Viech wieder beschwören, aber warum geht er auch so? Siehste? Geht auch so. Yay! Sphero-Level, aber das machen wir später. Oh, schön. Ein Augenblick, ich möchte kurz was gucken. Oh, Mist. Kann ich das hier machen? Ich würde nämlich gerne... Volle Energie, was? Was? Ah, F5, okay. Ach, das geht alles auch. Turbo, volle Energie. Was? Da, also, das mache ich nicht, ne? Also, keine Angst. Aber das würde ich gerne einmal. Mache ich ab und zu mal. Weiter spielen. So. F5? Ah. Ah, guck mal. Weg damit der Maus. Kurz für den Zappen, ne? Hier geht's ja eh nur geradeaus, deswegen ist es ja nicht schlimm. Nein! Ist es jetzt eigentlich auch hier ausgeschaltet? Ja, es ist auch hier ausgeschaltet. Okay. Nee, komm, machen wir mal. Valfaris. Valfaris, so. Nicht den jetzt einfach Valfaris. Bestimmt auch wirklich so. No, kuschel, kuschel. Patsch. So, Schallschwinge. What? Oh. Wow. Man sieht aber viel. Bei Beschwörung könnte ich dann immer F5 drücken. Ich versuche mir das anzugewöhnen mit dem F5 drücken. Oh. Oh. Stimmt ja. Da war ja was. Zeit, Kraft und Wunder, dass wir mit Echo ringen. Aha. Machen wir alles später. Einmal kurz gucken. Okay. Kann man hier geradeaus? Jo. Hoppala. Ja, die Kameraführung ist manchmal echt ätzend. Sehr schön. Ich mag das mit den hart ausblenden.
glaube, das ging bei der PlayStation nicht. Glaube ich. Weiß ich nicht. Mal kurz speichern. Wenn man das hat ausschaltet, ist auch sind auch die Texte ausgeblendet, glaube ich. Versuche ich mal bei Gelegenheit zu testen. Entschuldigung, ist da was? Nein. Seid nach Porta Kilica. Boo. Eisberg direkt vom Haus. Ja, ja. Come to think of it, I haven't told you where we're going. First to Kilika Island. Then we change boats and head for Luca. For that though, Yuna's gotta pray at the temple. I'll be guarding. We'll be praying for the Aurochs' victory too, so you come along, yeah? Great plan. Hey, it is a great plan. Don't look at me! We'll be praying for the Aurochs victory too, so you come along, yeah? Na? Was hat Lulu zu quatschen? Hey, sag mal. I don't know who you are or where you came from. Da habe ich mich ein bisschen ungünstig hingestellt. Nochmal. If you interfere with Yuna's pilgrimage, we won't take it lightly. I don't know who you are or where you came from. If you interfere with Yuna's pilgrimage. Okay, ich wollte nur mal gucken, ob die noch was anderes sagt. Ach ja, da war ja was. Hm? War da nicht irgendwas? Nee. Hey! Schüttel doch nicht jemand mit dem Kopf! Hey! Du bist so abweisend! Sag doch was! Kann ich Muskeln zeigen? Huch.
Ey, oh Mann. Komm schon. Sei doch ein bisschen freundlicher. Oh Mann, der mag mich nicht. Kann ich eigentlich hier gerade zurück? Mal kurz ein bisschen rumschnüffeln. Hallo, Kipnock. Ah ja, ich sollte mal lesen. Wir kommen gegen Abend in Killika an. Solange kannst du ja ein Nickerchen machen. Okay. Ey, darf ich mal ein Feuer? Was für eine was für ein schönes Wetter. Die Seeluft wird uns bestimmt gut tun. Es stinkt nach verkauftem Fisch. Ja, wird uns gut tun. Hallo. Essen für den Captain, bitte. Essen für den Captain. Also mich. Ja, ich nehm's schon ein bisschen ernster. Ah, warte mal, da ist doch... Da ist eine Tür. Verdammt, ich wollte da jetzt nicht rein. Ich wollte nur auf der Karte gucken. Dann geht's hier noch... Ah, ach, guck mal, hier ist noch... Oh, that's fascinating clothes you're wearing. Yeah! Filthy! Filthy! These won't sell. All me name's not a Waka. Don't look like you got much money, either. I've no business with you. Out of me way! Who do you think you are? A Waka the 23rd. Merchant extraordinaire! A Waka the who? Don't know me? Well, not many do. Not yet. Ach ja. Hallöchen. But someday the name of Waka will be spoken all over Spira. Say, lad, you wouldn't have a bit of gill to lend. It figures. Ein Augenblick. War da nicht irgendwas? Have you got some? Nein. Na komm. I guess it pays to ask. Thank you kindly, lad. Fine seed money for the Oaka Merchant Empire. Wobei der ja eigentlich ziemlich unfreundlich war, aber... Much obliged, lad. I'll be sure to pay you back. Ja, will ich auch hoffen. Okay, der ist doch freundlich. Da geht's rein, aber ich will erstmal hier speichern. Ach so, wir sind schon in der Überlänge. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Tschüss.